Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuger.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Los geht's! Im Gearcheck der 30. Ausgabe des Podcasts Schlagabtausch testen Dirk und ich diesmal kein bestimmtes neues Produkt eines Herstellers. Es geht vielmehr um analoge Soundvarianten. Dirk hat sich dazu ein Stack vorgenommen und zeigt euch in seinem YouTube-Video, wie vielseitig man eine solche Beckenkombination einsetzen kann. Checkt unbedingt auch sein Video dazu aus, zu finden auf seinem YouTube-Kanal. Der Link dazu steht natürlich in der Beschreibung zu diesem Video. Ich habe mir, inspiriert durch zwei kleine Gadgets von der Trommelwerkstatt Klangmacherei von Mick Scharf, vorgenommen, 10 verschiedene Dinge auf meine Snare Drum zu legen oder auch mal auf einen Tom, um zu sehen und zu hören, wie solche analogen Effekte zum einen kreativen Prozess in Gang bringen können und zum anderen, wie sie den Sound einer Trommel bereichern können. Wie ihr seht, habe ich hier ein ganzes Sammelsorium an kleinen Percussion-Instrumenten und davon werde ich mir eben 10 rauspicken. Dabei sind unter anderem Dinge, die klimpern oder klappern, Dinge, auf die man schlagen muss oder Dinge, die man anderweitig mit einem Stick bearbeiten muss, Dinge, die den Sound der Trommel schlichtweg verfremden. Um die 10 Dinge auf der Snare Drum zu fixieren, stehen mir 2 praktische Helferlein der Klangmacherei zur Seite. Das Klangmacherei Klettclip und die Klangmacherei Spannschnur. Das Klangmacherei Klettclip ist eine Befestigungsklammer mit Klettband, um kleine Percussion-Instrumente oder alles, was sich nicht wehrt, an einer Trommel zu befestigen, sodass diese nicht verrutschen können. Es hält dank der gummierten Klemme sicher, es ist schnell an der Trommel dran und genauso schnell wieder ab. Und das Klettclip ist in 4 verschiedenen Varianten erhältlich. Mit einer normalen Klammer für reguläre Spannreifen, mit einer großen Klammer für dicke Spannreifen, mit einem ca. 15 cm langen Klettband und einem ca. 20 cm langen Klettband. Die Klangmacherei Spannschnur ist eine ca. 50 cm lange Gummischnur zum Anbringen an einer Trommel, um ebenfalls Dinge daran zu fixieren. Sie wird mit einem Kunststoffhaken zum Beispiel an den Spannschrauben befestigt. Mit Hilfe der angebrachten Kordelklemme kann man eine beliebige Spannung einstellen. Die Kunststoffhaken tragen Sorge dafür, dass keine ungewollten metallischen Nebengeräusche entstehen. Mit der Klangmacherei Spannschnur kann man auch ganz easy Sticks an einer Trommel befestigen. Eine Alternative zu womöglich etwas klobigen Stocktaschen. Der Link zur Klangmacherei ist in der Beschreibung zu diesem Video zu finden. Nun geht's aber los. Wir starten mit einem Klassiker, dem Tambourin. Ein Tambourin ist ein echter Add-on-Klassiker. Ich verwende ein aufgelegtes Tambourin oft auf der Hi-Hat. Es ist aber auch eine tolle Soundoption auf der Snare Drum. In vielen Songs ist die Snare Drum mit einem Tambourin-Sound gedoppelt. Das macht es je nachdem etwas poppiger oder perkussiver. Damit mein Tambourin jetzt hier nicht von der Snare Drum fällt, habe ich es mit dem Klangmacherei Klettband an der Snare Drum befestigt. Und jetzt wollen wir mal schauen oder auch hören, wie klingt denn die Snare, wenn ich ein Tambourin darauf befestigt habe. Das Tambourin hat schon mal eine Menge Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und nun habe ich mir ein paar Glöckchen auf die Snare Drum gelegt und die sind auch wieder mit dem Klangmacherei Klettband dann fixiert, sodass sie mir nicht runterhüpfen können. We'll be right back.
kann mir gut vorstellen, dass sich diese Klöckchen auch hervorragend auf einem Tom machen. Auch dazu habe ich die mal auf dem Tom mit einem Klammerei-Klettband fixiert. Nun habe ich mir ein paar Sleighbells aus dem Körbchen gegriffen und habe sowohl das an der Snare Drum befestigt, als auch ein paar Sleighbells auf meinem Tom und habe jetzt zusätzlich mal ein Tambourin auf meine Hi-Hat gelegt, um mal schauen, wo mich das jetzt kreativ hinführt. Kommen wir zu einer Sache, die auch ein bisschen klimpert und klappert. Und das ist ein Jingle Stick. Den habe ich jetzt sogar zweimal an der Snare Drum befestigt, damit er mir nicht nach links und rechts immer abhaut. Einmal habe ich oben eben so ein Klettband dran von der Klammerei und einmal unten. Und so bleibt er genau so liegen, dass er nicht immer im Weg rumschwirrt. Was geht damit? Jetzt lege ich mir einen Woodblock auf meine Snare Drum. Den muss ich mit der Klangmacherei Spannschnur befestigen, damit der mir nicht abhaut. Und ja, der klackt natürlich ordentlich und da kann bestimmt was Cooles, Perkussives bei rauskommen. Kommen wir zu etwas, was wahrscheinlich viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger an ihrem Schlagzeug haben, nämlich eine Cowbell. Nur, dass ich sie jetzt eben nicht am Set irgendwo mit einer Multiklemme befestige, sondern mit der Klammerei Spannschnur auf der Snare Drum fixiert habe. Was geht damit?
Für die nächste Aktion habe ich mir ein paar hölzerne Agogos geschnappt. Und ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, was sich damit anstellen lässt. Die Biros waren schon wirklich sehr ungewöhnlich. Jetzt folgen Kastagnetten. Das ist nicht weniger ungewöhnlich. Die habe ich auch wieder mit der Spannschnur von der Klangmacherei auf der Snare Drum befestigt. Und ich bin ja wirklich auch wieder gespannt, was ich da rausholen kann. Ein weiterer wahrer Klassiker unter den Gerätschaften, die man auf die Snare Drum legen kann, ist ein Splash Cymbal. Es entsteht dabei ein metallischer, technoider Klang Richtung allen elektronischen Handclap-Sound. Man kann sowohl auf das Splashbecken draufschlagen, als auch natürlich absichtlich daneben hauen. Beides erzeugt unterschiedliche Klänge. Das Splashbecken habe ich wieder mit der Klangmacherei Spannschnur fixiert. Zu guter Letzt lege ich mir jetzt einen Spannreifen auf meine Snare Drum. Das ist ein 10 Zoll Spannreifen und in diesem Spannreifen drin ist noch ein Snare-Teppich. Und dann nutze ich diesen Snare-Teppich auch so als Scratch-Variante, ähnlich wie ich es auch bei den Agogos gemacht habe und mal gucken, was noch so passiert. Das waren 10 Dinge, die man sich auf die Snare Drum legen kann oder auch woanders hin, wo immer ihr auch das hinlegen möchtet. Geholfen haben mir die Klangmacherei Gadgets, einerseits die Spannschnur und andererseits die Klettbänder. Versucht's doch selbst, probiert's aus. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Guckt, was sich nicht wehrt, was zu Hause rumliegt. Ihr könnt natürlich auch Küchenutensilien benutzen oder sonstiges. Spielt überhaupt keine Rolle. Es macht eine Menge Spaß. Man kann da interessante Sachen bei
rausfinden. Also ich ermutige euch, selbst loszuziehen und euch lustige Sachen auf die Snare-Drum zu legen. Das war der Gear-Check der 30. Ausgabe des Podcasts Schlagabtausch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf der Seite der Drums & Percussion vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Diesen Link findet ihr natürlich in der Beschreibung zu diesem Video. Bleibt gesund und munter, macht's gut, bis demnächst, euer Timo.